Schalke will einkaufen gehen, der BVB hat mal wieder einen neuen Wunsch, Trainerkandidaten und Mitchell Weiser steht vor dem Absprung. Das ist die Themen des Tages, mein Name ist Nico, los geht's. Ich weiß, ihr erwartet jetzt alle von mir, dass ich über José Mourinho rede und über dessen unglaubliche Aussagen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, schaut es euch einfach nochmal an. Aber werde ich nicht groß tun, denn wir kennen den Mann inzwischen lang genug, um zu wissen, alles was der sagt, macht er nur, um seine Mannschaft, die gestern furchtbar schlecht gespielt hat, aus dem Fokus zu nehmen. Deshalb Mourinho, keine Aufmerksamkeit von mir. Schalke 04 steht vor einem personellen Umbruch. Das haben sie sich nicht unbedingt ausgesucht, aber das passiert einfach. Leon Goretzka geht zu Bayern, Max Meyer ist auch so gut wie weg, also müssen neue Namen her. Und bevor ich euch die folgenden Namen jetzt sage, behaltet im Hinterkopf, dass Schalke in den letzten Jahren einige Transfers gemacht hat, die seltsam klangen und am Ende ganz gut waren. Caligiuri, Schöpf, Burgstaller, alles Leistungsträger. Denn ganz oben auf der Liste der Schalker steht Zlatko Junuzovic von Werder Bremen. Zlatko Junuzovic wäre im Sommer ablösefrei, was natürlich ganz gut passt. Die besten Spieler gehen, ohne dass man Geld bekommt, dann holt man auch Ersatz am liebsten umsonst rein. Und das, obwohl sein Trainer Florian Kohfeldt gesagt hat, dass sie alles daran setzen werden, seinen Vertrag zu verlängern. Und er ist nicht der einzige Kandidat. Und liebe Schalke-Fans, ich habe mir das nicht ausgedacht und ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. Marco Marin. Marco Marin steht auf dem Zettel von Christian Heidlich. 5 Millionen Euro. 5 Millionen Euro kolportierte Ablöse für Marco Marin. Ich weiß nicht, es ist der beste Tag meines Lebens. Seit Lucien Favre bei Gladbach unter Vertrag stand, gilt er eigentlich immer, wenn bei Dortmund eine Trainerdiskussion losgeht, als Topfavorit. Und Überraschung, so auch dieses Mal. Nach Informationen des französischen Radiosenders RMC Sport plant der BVB aufgrund der zwar ergebnisorientierten, jedoch wenig spektakulären Spielweise, sich im Sommer von Stöger zu trennen. Demnach ist Favre, aktueller Trainer von OGC Nizza, Topkandidat für die Nachfolge des Österreichers. Favre aus Nizza loszueisen könnte allerdings gar nicht so einfach werden, denn er hat noch Vertrag bis 2019 und sein Verein lehnte schon im letzten Sommer alle großen Angebote für ihren Top-Trainer ab. Wir dürfen also gespannt sein. Und wenn ihr dazu noch mehr Informationen haben wollt, heute Mittwoch um 18 Uhr kommt mein Hot Topic und es geht um Peter Stöger und seine Zukunft beim BVB. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat sich Mitchell Weiser mit den Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen getroffen. Genauer gesagt, Jonas Bolt, dem Manager von Bayer 04, und soll nun vor dem Wechsel von der Hauptstadt zur Werkself stehen. Bolt bestätigte das Treffen gestern gegenüber der Bild-Zeitung. Sein Vater arbeitet bei uns, es ist gut im Fußball, sich grundsätzlich immer mal wieder auszutauschen. Weiser äußerte sich ebenfalls, ja, das Treffen war gut. Weiser steht bei der Hertha noch bis 2020 unter Vertrag, hat allerdings eine Ausstiegsklausel, die aber nur noch bis Sommer gültig ist. Und das wären ungefähr 13 Millionen Euro, die da fällig würden. Und Weiser hatte vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er mittelfristig Champions League spielen will. Und ja, ich glaube, das wird bei der Hertha nicht passieren. Und noch 92 Tage bis zur FIFA-Weltmeisterschaft und unsere heutigen Weltcup-News kommen aus Frankreich. Also hier drüben im Westen. Und da wurde das Trikot geleakt und kleiner Spoiler, es ist furchtbar. Guckt es euch an. Wahrscheinlich gefällt es wieder einigen von euch, mir aber nicht. Das war's für heute und wenn ihr alle Informationen aus der Fußballwelt und natürlich auch zur FIFA-Weltmeisterschaft haben wollt, ladet euch die OneFootball-App runter, personalisiert sie euch, da kriegt ihr alle Infos zu euren Teams. Das war's und wir sehen uns morgen wieder zu den Daily News. Alter, wie häng mir, das hänge ich mir zu Hause übers Bett. Marco Marine, Königsblau. Oh Gott. Aber die können nicht 5 Millionen für Marco Marin bezahlen. Das kannst du nicht machen. Das kannst du keinem erzählen.